Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu Teil 60 meiner Let's Play Minecraft-Serie. Und was haben wir hier? Ich habe den Spawner gefunden, genau. War gar nicht so tief, wie ich es vermutet hatte. Wir hätten im Prinzip nur noch 15, 20 Sekunden weitermachen müssen. Und dann wären wir hier auf diesen Spawner gestoßen. Ich habe hier aber nochmal ein bisschen weiter ausgegraben. Und wir haben hier auch noch eine zweite Truhe. Und wir schauen. Oh, das trifft sich gut. Eisen können wir gut gebrauchen. Ich hätte mir zwar ein bisschen Diamant vielleicht noch gewünscht, aber zwei Eimer und dann nochmal vier Spinnenseide, fein. Und wir nehmen das hier auch gleich mal mit. So, und dann schauen wir auch mal, was wir jetzt hier für einen Spawner gefunden haben. Ich mache dazu am besten hier mal ein bisschen mehr Platz. Ja, das hätte ich theoretisch auch vorbereiten können, aber ich will euch ja zeigen, was ich hier mache. So. Und dann würde ich sagen, platzieren wir hier oben mal ein paar Steine, damit die Geschichte auch geschützt ist vor dem Sonnenlicht, damit hier auch was spawnen kann. Nein, das war nicht gut. Da wollte ich es nicht hinhaben. So. So. Dann machen wir das so. Halt. Wir müssen da noch mal rein. Ja, hau ab. Ja, hier hinten ist nämlich noch offen. Ich kann euch übrigens auch gleich mal zeigen, wie ihr es schafft, dass aus diesem Spawner nichts rauskommt. Auch wenn ihr nicht auf Peaceful stehen habt. Und zwar platziert ihr einfach nur hier Fackeln. Dann müsste rein theoretisch der Spawner nicht mehr aktiv sein, so lange. Aber wir wollen ja jetzt, dass hier was spawnt. Also, ich mache hier mal zu, dass wir auch sehen können, was da spawnt. Und zwar ohne, dass wir irgendwie in Gefahr sind. Ich mache hier mal noch schnell ein bisschen mehr Platz und grab mich hier noch eins runter, dann sehen wir da auch wirklich was. Und ja, wir riskieren's einfach mal. Ich mache das nicht hier hin, ich mache die hier oben hin so. Ich stelle jetzt auf Easy mal zur Sicherheit, nicht dass uns gleich was Gefährliches aus dem Kopf springt und uns umbringt. Und wir schauen jetzt mal, ob der Spawner funktioniert. Ein Zombie-Spawner. Schade. Wir können die hier aus einer sehr ungefährlichen Situation heraus töten. Und ich platziere jetzt mal eine Fackel. So. Leute, das ist mir jetzt einfach zu blöd. Ich habe Diamant dabei und so. Und wir haben einen Bug zurzeit, der dafür sorgt, dass wir Diamant, beziehungsweise, dass wir unseren Diamant definitiv verlieren werden. Und zwar, momentan, verliert man sofort das gesamte Inventar, sobald man eben stirbt. Das verschwindet momentan sofort. Man kann es also nicht mehr aufsammeln. Und das würde ich mal als ein bisschen ungünstig bezeichnen, wenn wir jetzt schauen, dass wir unseren ersten Diamanten jetzt gerade bei uns haben. Ja, ich will das Zeug definitiv nicht schon wieder verlieren. Vor allem, weil wir, wie gesagt, bisher nur zwei Stück gefunden haben. Also, sicher ist sicher. Wir gehen hier wieder zurück. Ich mache das hier zu. Und dann stellen wir wieder auf Normal. Und ich pack jetzt erstmal hier meine wertvollen Gegenstände weg.
Und wir überprüfen mal, ob diese kleine Änderung, die ich jetzt unten vorgenommen habe, auch funktioniert. Doch, Moment, bevor wir das machen, kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, was wir demnächst auch machen werden. Ihr werdet es höchstwahrscheinlich erraten, sobald ich es euch zeige. So. Wir haben ja schon unseren Bogen, also können wir jetzt auch das hier herstellen. Und das ist eine Angel. Wir werden diese Angel früher oder später verwenden. Doch bevor wir das machen, werden wir jetzt erstmal noch ein paar kleine andere Geschichten machen. Ich pack das mal hier rüber so. Ah, zwei kostenlose Eimer, schadet nie. Die Truhe, nein, die stellen wir gleich auf. Dann räume ich hier auch mal ein bisschen von dem Stein hier raus. So. Die Treppen brauchen wir auch nicht. Ich muss, ja. Ich glaube, mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss jetzt bald wahrscheinlich mal einen kleinen Lagerraum einrichten. Denn wie man sieht, habe ich hier massig Zeug jetzt inzwischen. Das muss ich irgendwie natürlich auch wieder vernünftig lagern können. Und in meiner letzten Welt war ich da ein bisschen schlampig, was das anging. Ich werde es wahrscheinlich wie in meiner ersten Welt machen und das Ganze richtig schön ordnen. In verschiedenen Truhen. Immer alles schön geordnet nach Gegenstand beziehungsweise Gegenstandstyp, je nachdem, wie viel ich erwarte, von irgendwas zu finden. Und ich mache mir jetzt schnell noch, bevor ich runtergehe, ein paar Spitzhacken. So. Und die nehmen wir noch. Was war das? Ich glaube, da ist irgendwo ein Skelett runtergesprungen und gestorben. Okay. Wir gehen hier wieder runter. Und zwar ganz vorsichtig. Ich denke, hier werde ich erstmal zumachen. Also nicht komplett, aber so, dass hier wenigstens nichts durchlaufen kann und uns in den Rücken springt. Und dann schauen wir mal, ob hier unten was gespawnt ist. Momentan sehe ich nichts. Das ist schon mal gut. Hier müssen wir höchstwahrscheinlich auch ein bisschen mehr Licht machen. So. Und dann schauen wir zur Sicherheit noch hier hinten. Nein, da ist auch nichts. Gut. Okay. Das wäre auch damit erledigt. Dann schauen wir mal, ob wir hier was Interessantes finden können. Ich werde hier, wo ich jetzt gerade hingehe, auch was bauen. Und zwar eine Sache, die äußerst nützlich sein sollte. Ihr könnt ja, wenn ihr vielleicht eine Idee habt, was ich hier bauen will, mir einen kleinen Kommentar schreiben. Aber ja, ich denke, man kann sich höchstwahrscheinlich schon vorstellen, was ich hier bauen will. Ein kleiner Tipp, und ja, ich habe das Redstone gesehen. Ein kleiner Tipp dazu noch, was ich hier mache. Es wird definitiv. Oh, Lava. Es wird definitiv kein. Was war das? Habe ich da gerade?
Okay, ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Es wird sich hier definitiv nicht um... Es wird hier definitiv nicht darum gehen, dass ich hier einen Lagerraum oder sowas aufbauen will. Aber was anderes. Wie gesagt, vielleicht habt ihr auch schon eine Idee, was es vielleicht sein könnte. Wenn ihr das habt, schreibt es bitte einfach in die Comments. Ich werde das allerdings nicht beantworten. Aber ja, die meisten können sich höchstwahrscheinlich schon denken, was ich hier vorhabe. Das ist wahrscheinlich keine so große Überraschung, nachdem ihr meine letzte Welt gesehen habt. Und da haben wir wieder Bedrock. So. Komm her. So. Ich habe für diese Welt hier so einiges insgesamt geplant. Ich weiß nicht, ob ich das alles auch so umsetzen kann, wie ich es mir wünsche. Beziehungsweise wie ich es geplant habe. Das kann ich nicht sagen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich versuchen werde, so viel wie möglich von meinen Zielen hier umzusetzen. Wir haben ja in der letzten Welt beispielsweise auch bis auf diese paar Fallengeschichten nicht wirklich viel an der Oberfläche gemacht. Ja gut, wir hatten unsere Mine, die unterirdisch war. Wir hatten eine, zwei Fallen, die unterirdisch waren. Wir hatten einen Keller und so weiter. Aber was wir wirklich nie hatten, wir hatten auch noch, gut, wir hatten eine Farm, die oberirdisch war. Aber ja, ich will einfach ein bisschen mehr Sachen noch über der Erde haben. Das heißt, ich werde auch das ein oder andere Gebäude über der Erde konstruieren. Wenn ihr irgendwelche Ideen für Gebäude habt, könnt ihr sie mir natürlich gerne nennen. Ich kann aber schon mal sagen, ich werde beispielsweise ja so eine Art Festung oder Burg vielleicht bauen. Wann das genau der Fall sein wird, kann ich nicht sagen. Aber ich kann euch auch versprechen, dass ich auch noch ganz andere Sachen geplant habe, wie beispielsweise eine oder Bahnstation sozusagen, wo wir mit Hilfe von unseren Minecarts dann im Prinzip alle wichtigen Orte erreichen können. Und so weiter. Also insgesamt habe ich sehr, sehr viel geplant. Und während ich jetzt hier hochlaufe, die übliche Geschichte, wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen hoch. Kommentare sind immer gern gesehen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.